Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Jogging Simulator im Urwald. Nein, natürlich spielen wir Far Cry 3 und rennen gerade zu unserem nächsten Ziel. What the fuck ist das denn da oben? Alter Schwede. Du siehst aber gar nicht gemütlich aus. Außerdem bist du rot markiert. Rot markierte Sachen sind nie cool. So ein Ochse oder sowas, ne? Davon ist ein Diamant. Was auch immer ein Diamant ist. Diamonds are forever. Ich stehe direkt drauf, Junge. Hallo? Na, dann muss ich direkt draufstehen wahrscheinlich. Na, da geht's dann hier unten rein, hä? Na, wo geht's da rein? Ach, Schande drauf, echt, ey. Schande über dein Haupt! Dann halt nicht. Quer durch den Dschungel. Tiere besorgen. Aber welche? Wildschweinhäute. Grüne Blätter, rote Blätter, blaue Blätter. Töte und häute zwei Wildschweine und sammle drei Pflanzenarten in der Nähe des Jagdortes. Ja, machen wir nochmal. Hier, grüne Blätter. Schraubenbaum. Alter. Aus dem Schraubenbaum weben die Rakyat normalerweise Matten und andere Gegenstände. Man kann damit auch viele lokale Gerichte würzen. Die Pflanze an sich ist jedoch nicht essbar. Die Samen des Schraubenbaums sind schwimmfähig. Schwimmfähig und können meilenweit über den Ozean reisen, so wie kubanische Flüchtlinge. Diese leicht ironischen Ansätze immer da drin. Mann. Naja, gut. Jetzt muss ich wenigstens nichts mehr lesen. Das habe ich jetzt ja schon mal, oder? So, was gibt's denn hier Rotes? Ey, super, rot. Fackel-Ingwer. Kaminrotes Blatt. Fackel-Ingwer. Der Fackel-Ingwer passt ausgezeichnet zu Fisch. Allein auf Rock Island gibt es ein Dutzend Rezepte mit örtlichen Fischarten und Fackel-Ingwer. Aber pass auf, manchmal entzündet sich das Zeug spontan in deinem Mund und du bist sofort tot. Der Geschmack ist das Risiko, aber wird jederzeit wert. Yeah. Das ist ja noch schlimmer als Fugu. Fugu. Der Kugelfisch, falls es jemand nicht weiß. Weil das wisst ihr bestimmt alle. Oh, what the fuck? Warum bin ich jetzt da so schön? Komm, du heilst dich doch bestimmt automatisch oder so, oder? Ey, sag mal, das sind... Stell dich mal nicht so an, ey. Das war noch ein bisschen Fackeling, oder? Ah, nee. Goldener Bienenkorb. Das klingt ja noch schlimmer. Der goldene Bienenkorb ist wegen seiner einzigartigen Aussehen begehrt. Die meisten Einheimischen nutzen ihn als Dekoration. Aber einige sehen darin ein Zeichen für Fruchtbarkeit. Wirf ein paar Blüten auf deine Frau und sie springt sofort in dein Bett. Das ist eine gute Sache. Ich weiß nicht, so toll sehen die jetzt auch nicht aus. Man könnte sie im Bett wahrscheinlich für was anderes benutzen, aber... Nee. Bananen werden da schon immer so matschig. So, was haben wir denn hier? Haltekiste plündern, große Feder... Faustwaffenmunition. Ja, pff, toll. War das jetzt der Diamant oder was? Die große Feder. Ich bin extremely underwhelmed. Wildschwein, kommst du Papa? Kommst du Papa, mach dich Papa tot. Bam! 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 Also, du schaffst das. Was soll denn da nicht zu schaffen sein? Wo ist denn jetzt das Kackschwein? Da ist das Schwein. Halt nur um das Tier zu holen. Fuck, rein, einmal schlitzen, schnipp, schnapp und dann da noch das dahin und fertig. Na, das hat doch seine Haut noch. Mein Gott, stellst du dich an. Jetzt schlacht doch das Viech ab. So, warte mal, hier hinten haben wir noch irgendwie ein bisschen Zeug. Wir müssen ja hier nochmal, wir lassen ja jetzt hier nicht die ganzen Sachen entgehen, oder? Ein paar Blättchen pflücken. Den hatten wir schon, oder? Pfeilwurz. Ja, die hatten wir schon. Was? Achso, wir haben das Wildschwein nicht gelesen. Ach man, wie konnte ich nur das Wildschwein nicht lesen? Wildschweine, ich hoffe, du bestehst nicht aus koscherer Küche, denn Wildschweine sind die Hauptnahrungsquelle auf Rook Island. Und was, wenn doch? Dann muss ich diese komischen Pflanzen fressen, ne? Pflanzenfresser. Kiste plündern? Was gab's jetzt da drin? $20, mehr nicht. Wow, ich bin nochmal extrem underwhelmed von dem Anzeichen eines Diamantens. Irgendwie erwarte ich mir von dem Diamanten irgendwie ein bisschen mehr. Kann es sein, dass ich das Gelbe hier nicht verlassen darf, dass das mein Jagdgebiet ist? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie das
Was? Escape? Beuterucksack? Beuterucksack. Oh, mein Rucksack ist voll. Also ja, uncool. Das hätte mir doch mal jemand sagen können, dass der Scheiß nicht stackt. Also, dann machen wir mal so ein grünes Blatt. Okay. Gut, dann lassen wir das jetzt und holen uns jetzt noch unser eines blaues Blatt, was von uns verlangt wird. Und dann ab nach Homie, beziehungsweise erstmal noch so ein Wildschwein abgrasen. Seetang. Blaues Blatt. Großer Hype. Die Rakyat benutzen Seetang seit Generationen als Diät Nahrungsmittel. Man glaubt, es hilft ebenso gut beim Abnehmen wie vor Piraten mit Macheten davon zu laufen. Was und heute sollte die Insel an übergewichtige Hausfrauen vermieten und das Ganze die Angstdiät nennen. Der Tod wirkt Wunder für die schlanke Linie. Ja, hab ich mir auch sagen lassen. So, meine Freunde, wo haben wir denn die Schweine wild, hä? Wo ist der wilde Schwein? Wildes Schwein? Kommst du, Papa? Schwein wild, wo bist du? Töten heute zwei Wildschweine, drei fünften Arten, bla bla bla. Ja, ich kann nichts mehr in meine Tasche packen. Fällt mir gerade auf. Ich muss wahrscheinlich selbst für das Wildschwein nochmal. Ein Wildschwein, wir schleichen uns an. Kuh halten zum Heilen. Ja, dann tape dich mal zu, mein Freund. So. Können wir das nochmal machen? Oh, so ein paar Kratzer. Ich frag mich, ob wir dafür irgendwas brauchen. Haben wir die Sacke Ruck? Ah, Sacke Ruck ist voll. Dann werden wir los. Grünes Blatt ablegen. Okay. Häuten wir die Zier. Zack und schnippschnapp. Ah. Schnippschnapp, Schweinefell ab. Ab nach Hause, Homie. Will Karte öffnen, Schnellreise, Schnellreisesymbol. Ach ja, von mir aus, mein Gott, dann schnellreisen wir halt. Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht auch. Was? Schnellreise. Anklicken, doppelt, ja. Ketten-Takedown. Kannst du mehrere Gegner nacheinander töten? Ja, aber stand nicht da. Wie? Sprich mit Denise. Denise. Hast du das gerade gesehen, wie die Texturen sich so komisch eingeblendet haben? Ist ja bäh. Ist ja ganz bäh. Was ist das? Halten zum Interagieren. Ah, ist die Tür. Ja, da wollten wir, glaube ich, sogar raus, oder? Wo ist denn der komische Vogel? Na, ist ja auch egal. Wir verkaufen erstmal unser Kram, den wir eingesammelt haben. Hallo? Geschäftlich hier? Nee, ich fand deinen Anblick so klasse, dass ich mir dachte, ich schau mal vorbei. Was haben wir denn hier? Große Vetter, eine übergroße Vetter. Was sie hier macht, ist mir ein Rätsel. Verkaufende Verwendung. Empfohlene Verwendung. Verkaufen. Verkaufen. Verkaufen, 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 Spritzen herstellen, Ausrüstung herstellen. Und wie mache ich das? Sturmgewehr, Faustwaffen, verfügbar. Kann es sein, dass ich mich schon relativ schnell eigentlich ausrüsten kann? So wie mir das scheint. Immerhin könnte ich mir das hier Rotlichtpunktvisier-Ersatzmagazin. Sturmgewehr, die ist zum Beispiel jetzt verfügbar. Kann ich jetzt hier zum Beispiel machen, ausrüsten und könnte sie gegen meine Knarre eintauschen. Ah, wieso denn nett, ne? Karten. Ach, schau an. Ja, nö, wieso nicht, ne? Objekte Amanaki akzeptieren. Diese Karte zeigt alle sammelbaren Gegenstände in der Nähe von Amanaki auf der Nordinsel. Na, dann können wir wenigstens ein bisschen Geld loswerden, ne? Hä? Hab ich die nicht gerade gekauft? Ach so, ich hab nichts Geld, hä? Nichts genug Geld. Stammesmesser, Machete, bla bla. Ja, ich hab's gelesen hier. Ihr seid ganz tolle Honks. Honkdongs! 15 brauche ich noch.
Wildschweinfell, aber das brauche ich wahrscheinlich, das muss ich wieder abgeben. Hm? Was war denn hier für noch 15 wert? Achso. Diese Funktürme online, ohne die kann ich nichts aus dem... Alter, hab ich doch schon gemacht. Bist mal wieder voll hier. Stehst mal wieder auf dem Schlauch, Tante. Gelbes Blatt. Gelbes Blatt. Gelbes Blatt. Achtung, Miss Grün, bla bla. Bernstein, gelbes Blatt. Wandelröschen. Es war immer verboten, Wandelröschen auf Rook Island zu ernten, da die Pflanze für Schafe, Pferde und andere Nutztiere giftig ist. Inzwischen vergiften die Piraten zum Spaß Tiere mit Wandelröschen und ich würde gerne den Tierschutz anrufen, aber sie würden bloß alle umgebracht werden und dann bräuchten wir den Tierschützerschutz. Aber das ist eine ganz andere Baustelle. Den Tierschützerschutz. Hallo. Na, Denise? Wie geht's? Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeig es dir. Baby. Ja, Herstellung. Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Okay, auswählen. Grünes Blatt, brauchst du drei, ne? Gut, Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast. Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Zwei Wildschweinfälle, ja. Beute, Rucksack. Eine Sache, das Tattoo auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist. Alter, es heißt Tattoo. Du eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tattoo lernst du eine Fähigkeit. Du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Granaten abkochen. Takedown. Takedown. Näher dich einem Gegner leise von hinten und schalte ihn mit F aus. Tattoo ansehen. Also doch Tattoo. Von wegen Tattoo. Geh mich auf den Sack, Tattoo. Ja. Hä? Was soll ich denn machen? Takedown. Toll ansehen. Naja, ich unbemerkt, ja, dreifach. Schön. Vielleicht will ich ja was anderes sehen. Sprint schlittern. Du kannst beim Sprinten C drücken und beim Boden rutschen. Nee. Granaten abkochen. Halte die mittlere Maustaste gedrückt, um Granaten abzukochen und lass los, um abzukochen und lass los zum Werfen. Was soll das denn heißen? Abkochen. Spritzenpotenzierung. Ich möchte es jetzt mir nicht hier an. Sei bloß, ich muss mir jetzt hier was machen. Ne? Ach Gott, dann von mir aus haben wir mal den Takedown. Ja. So ist gut. Du wirst immer stärker. Und mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Ernsthaft, ich muss mich jetzt entscheiden? Ah, guck mal, ich habe mir hier den Hai gewählt. Deswegen habe ich hier unten den Hai bekommen. Das ist ja cool. Wahrscheinlich gibt es hier immer so Abschnitte in dem Tattoo. Nicht Tatau! Es heißt nicht Tatau! Okay. Also Adrenalin, also bla 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 bla. Gibt's irgendwas? Du erhältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Wenn du keine Medizin hast, halte Q, meine erste Hilfe, zwei Gesundheitsfelder zu heilen. Adrenalin, teilweise gelegene Gesundheitsfelder, genießt sich 15% Feldsanitäter. Bitte nur ein Fünft deiner Gesundheitsfelder, Feldchirurg. Zugeknöpft. Der Körperpanzer gekauft. Durch geübter Umgang mit Körperpanzern absorbiert er 50% mehr Schaden. Die Gesundheitsfelder ergeben sich. Also, das ist Gesundheitskram. Was haben wir hier? Ketten-Takedown. Benötigt Standard-Takedowns 4. Du kannst mehrere Takedowns hintereinander ausführen.
Zehnfache XP pro Kettenkill. Cool. Benötigt Kills mit Granaten. Granatentakedown. Ziehe einen Gegner den Stift aus der Granate und stoß ihn weg. Bullenhai getötet. Schwer niederschlagen. Drücke F, um einen Flammenwerfer oder MG-Schützen zu erledigen. Also das hier klingt noch ganz cool, aber das da hinten irgendwie nicht mehr. Eisenflanken. Du verringerst den Schaden durch Explosionen, bla. Eine ausweichende Fahrtechnik, leider ein Fahrzeug, weniger Schaden. Du erhältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Verbesserte erste. Also ich habe so das Gefühl, bis auf die Takedowns ist das hier sehr passiv, der Zweig. Was haben wir? Angriffe, Takedowns und Heile. Ha, man könnte ja mal lesen. Heimliche Takedowns und Überleben. Takedowns auf große Distanz und Beweglichkeit. Tod von oben. Benötigt Standard-Takedowns. Mit Leer wirfst du dich auf einen Gegner und tötest ihn. Fünffach XP pro Kill. Wo krieg ich denn die Standard-Takedowns? Ich meine, das hier ist der Standard-Takedown, oder? Takedown. Kann ich auch nicht noch weiter ausbauen. Weil das würde mich schon hier... Benötigt Standard-Takedowns. Granaten abgekauft, Hüpfschütze, verbesserte Treffsicherheit mit Pistolen beim Schießen aus der Hüfte. Nö. Gezieltes Nachladen, drücke R und schnelles Nachladen von Pistolen oder Scharfschuss gewähnt, während dem du zielst. Langwaffenexperte, verbesserte Treffsicherheit, ja, okay. Spritzen, Seilrutschen, Schütze brauche ich nicht. Ruhige Hand. Zweimal länger stabil, das klingt cool, cooler Schütze. Du kannst länger mit stationären Waffen feuern. Schaden bei Landung. Apnoe-Taucher, du kannst länger unter Wasser bleiben. Atemkontrolle, Tod von unten. Mit F schauen wir, dass der Gegner über dir und dann klemmst die Kante aus. 5 XP. Doppelter Tod von oben. Kannst du von oben auf zwei Gegner abspringen und sie beide töten. Doppelter Tod von unten, natürlich. Revolverheld Takedown. Benötigt Faustwaffenkills. Nimm einen Gegner eine Pistole ab und töte damit weitere nahestehende Gegner. Marathon Man. Unbegrenzt schneller sprinten. Nö, das klingt jetzt für den ersten Mal nicht so interessant. Flinke, du kannst Sturmgewehr, Scharfschützen schneller laden. Schneller wechseln. Schneller laden. Nachladen beim Sprinten. Takedowns und Verstecken. Du kannst die Leichen deiner Gegner nach einem Standard-Takedown schneller verstecken. Das wäre cool. Messerwurf-Takedown. Gib Geld im Shop aus. 60 von 500. Du plündest Gegner automatisch, wenn du einen Takedown ausführst. Das klingt auch sinnvoll. Grüner Daumen, der hat doppelt so viele Gegenstände. Tierflüster, der hat doppelt so viele Beute. Pfennigfuchse, du findest mehr Geld durchsuchen der Gegner. Steinwand, du klimmst weniger Schaden beim Tierangriffen und verringerst die. Schacherer. Mehr Geld beim Einkauf, beim Verkauf von erbeuteten Gegenständen. Schwimmprofi, schneller schwimmen. Jungle, Hocker schneller. Ninja-Schritt. Das ist deutlich weniger Geräusch beim Laufen. Schneller ziehen, schießen. Ja, ich würde mal sagen, das nehmen wir jetzt einfach mal. Was soll's? Das hast du gut gemacht. Vollkommen für den Arsch. Das Tatau. Das heißt Tatau. Wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. Benutze das Menü, um verschiedene Mittel anzubringen. Steige in den Truck. Ja, aber eigentlich will ich vorher noch mir noch so eine Spritze herstellen. Wenn ich schon den Schrott dafür noch habe. Beutelsäcke, hm? Einfacher Rucksack. Habe ich. Robuster Rucksack. Brauche ich nochmal. Brauche ich Tapirfell. Aha. Was haben wir denn noch so? Sonst haben wir nichts mehr, hm? Okay. SDG-90. Was ist das für ein Außenposten, wo Sie sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rook Island findet. Was Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren?
Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja, und das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vaas. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist in dem Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel leben. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Leesha befreien und meine Freunde finden. Meinen Bruder. Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Alles klar. Ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Jason. Technical. Was haben wir noch? Ach ja, Waffen, bla. Fraktion, die Rakyat leben schon immer auf Ruger Island. Wie die Felsen, der Sand an der Küste sind die überlebenden Bewahrer von Geheimnissen. Nur wenige wird Zugang zu ihrer Kultur gewährt und noch weniger dürfen sie den Reihen der Krieger anschließen. Das war ja aber wenig lustig, die Beschreibung. Was haben wir denn hier noch? Herstellung. Ja. Ach, jetzt kann ich auf einmal neue Sachen herstellen, ja? Verbessert dein Jagdvermögen mit dieser Spritze. Aha. Was haben wir hier? Kampf, Feuerfest. Benötigt 2. Interessant. Was haben wir hier? Waffengurt. Einfacher Waffengurt. Ziege. Brieftasche. Schweinsleder. Und Spritzentasche. Auch Schweinsleder. Na, ich würde sagen, wir gehen dann demnächst mal jagen. Munitionsbeutel. Wildschwein. Wurfgeschoss. Ziege. Hunde. Was? Hundefell? Okay. Pfeilköcher. Also wie ich das sehe, dürfen wir ganz schön viel Ziege und Schwein und sowas jagen. Und was bei den Fähigkeiten jetzt? Ja, toll. Jetzt musst du kämpfen. Nein, Bruder. Waffenauswahl. 1 halten, um Waffen anzeigen. Waffen auswählen, vorherige Waffe wechseln. Du bist lustig. Als ob ich hier viel Auswahl hätte, hm? Naja, was soll's. Tiara. Oh, ich habe eine Tiara gepflückt. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Tiara, die wohlriechende Pflanze, wird oft von jungen Frauen getragen. Ihr einfacher Duft wird dem Jungen in Verbindung gebracht, während ältere Frauen denselben Effekt erreichen, indem sie im Blut der massakrierten Träume ihrer Männer baden. Naja, muss recht haben. Leise bewegen. Feige Geräusche und so. Haben wir das nicht schon gehabt? 5 neue Anleitungen für einfach. Hör doch mal auf zu labern. Ich komme. So, warte mal, wie war das jetzt mit dem. Mit der Kamera? Wo war die? Hier. Da war doch was, dass man die Leute markieren kann. Und wenn man die Kamera nutzt, ne? Das habe ich nämlich mal gelernt. Und dann tauchen sie nämlich auf der Karte auf, ne? Ich frag mich, was es mir bringt, ein Foto zu machen allerdings. Paparazzi! Okay, jetzt werden mir die Jungs nämlich auf der Karte angezeigt. Ich höre ein Schwein. Ich höre noch ein Schwein. Eliminiere alle Piraten im Außenposten. Hast du das gehört? Ooh, yeah, baby, takedown!
30 EP. Ganz ehrlich? Deine AK gefällt mir besser. Kann ich dich nicht durchsuchen? Hast du nur die Waffe? Leiche plündern. So habe ich mir das vorgestellt. Ich glaube, die Nutte hat mir einen Treffer verpasst. Aha. Was war das? Na komm, beweg dich schon hin. Oh, du Volldepp, jetzt lauf halt hin. Hab ich mich verhört? Nein, du hast dich nicht verhört. Du sollst jetzt hierher laufen. Kommt da jemand? Eine Strippe? Bildet Suchtrupps! Haltet die Augen offen, ja? Jetzt bist du dran! Lisa, ich bin hier! Hey, was greift mich denn von da hinten an? Scheiß Hund! Ich glaub's geht los. So, teilen wir uns erstmal. Naja. Es ist und bleibt ein Shooter. Außenposten befreit. Lisa, 500 Erfahrungspunkte. Suche im Hauptgebäude des Außenpostens nach Isa. Aber erst hole ich mir das Hundefell, denn wir haben uns ja irgendwie erinnert, wir brauchen Hundefell. Auch wenn ich das irgendwie nicht so finde. Hundefell. So, mit dem Jeu. Einen von 34 Außenposten. Ort für Schnellreise verfügbar. So wie es aussieht, kann ich die auf jeden Fall mal nicht plündern. Na, eine neue Rehenliga ist auf der Insel frei. Was? Zwei neue Gesuchtotaufgaben. Neuer Pfad des Jägeraufgaben in der Region. Ach Gott, könnt ihr es noch ein bisschen mehr übertreiben, damit ich auch überhaupt gar nichts mehr raff? Das wäre voll cool. So, jetzt machen wir mal die Kiste hier auf. Und da drüben muss noch eine Kistle sein irgendwo, ne? Sag mal, war hier nicht auch noch ein Schwein? Oder war das der Hund, der da so geschmatzt hat? Kann man da vielleicht rein? Ne. Muss es hier drin sein. Ah, gefunden. So, Haupthaus Lisa, ne? Sollen wir das jetzt schon machen? Weiß nicht. Nee, ich bin dafür, wir pflücken noch ein paar Pflanzen. Das kommt immer cool. Ein weißes Blatt. Und da vorne muss noch irgendwas in dem Haus drin sein. Oh yeah. Da haben wir aber einiges. Allerdings wohl offensichtlich schon voll. Ah, jetzt nicht mehr ganz. Suche Hauptgebäude, Lisa. Ja, gut, machen wir das halt mal. Was soll's denn überhaupt, ne? Was soll's denn? Ach, jetzt komm schon. Komm, mach mal Tür auf. Alles wird wieder gut, Lisa! Sie sind alle weg! Du bist jetzt sicher! Oder tot. Oder gar nicht da. Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Ja, blöde Kuh. Jason, du bist des Tatao würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. So, was hat sie jetzt getan? Oh, es ist grün geworden. Landfahrzeug. Was haben wir denn hier für einen... Für Jagdreviere, hm? Komische Ragtiere. Ragtiere? Außenposten sicher.
Neues Tutorial, Außenposten, sprich mit Dr. Earnhardt. Ja, ich möchte aber erstmal wieder rein, da waren nämlich noch ein paar coole Sachen. Außenposten-Tutorial, befreie Ausmüsse, die du dich dort ansässig beraten tötest, eine Schnellreisestation frei. Neue Aufgaben, Freundschaft, gewinne 500 XP, wenn du keinen Alarm auslöst, wenn du unentdeckt bleibst. Aha. Naja, dann sollten wir wohl in Zukunft versuchen, unentdeckt zu bleiben, ne? Was ist das? Kaufen? Verkaufen? Shop? Ist das hier ein Shop? Ist ein komischer Shop. Konsumartikel. Ein Körperpanzer. Die Frage ist doch... Kauf bestätigen? Abbrechen. Ja, wahrscheinlich geht der über die Zeit hinweg kaputt, ha? Karten, Nahkampfwaffen, Spezielles. Ja, weißt du was? Kauf die Karte. Kauf bestätigt. Dankeschön. Und dann verkaufen wir noch Hai-Fetisch. Smartphone. Verkaufen wir auch. Was haben wir hier auf dem Tisch noch rumstehen? Hier halt ist auch noch zum Verkaufen, ne? Und was ist das? Memory Card nehmen. Speicherkarte. Joint? Ich habe einen Joint bekommen. Wie praktisch. Ich höre immer noch ein Schwein. Kann ich den Joint verkaufen? Tatsache, ne? So, wie war das jetzt? Warte mal hier, ich hab doch... Ich bin doch der coole Checker, ich hab doch schon irgendwie Hunde... Ding. Oder? Wo hab ich denn nochmal... Hunde gebraucht? War das nicht hier irgendwo? Ach, tatsächlich. Ja, brauche ich aber noch einen mehr. Okay. Gehen wir mal raus. Gehen wir mal um die Ecken. Oh, was bist denn du für einer? Sag mal, ich hatte doch hier irgendwelche Tiere. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass hier keine Schweine sind. So. Tierhäuten. Prüfung der Rakiat. Neues Tutorial. Was ist das schon wieder? Prüfung der Rakiat stehen dir jetzt zur Verfügung. So, gerade nach diesem Symbol der Erfahrung Felsen im Spiel zu beginnen. Bestellliste. Eine Prüfung der Rakiat für Belohnung. Spiele sie weiter, um dich auf den Freunde zu messen. Über die Bestellliste Highscore zu besehen. Aha. Was Piraten? Interessiert keinen. Waffen. AK-47. Interessiert auch keinen. Tierwelt. Schweine. Ja, was sind wohl Schweine? Okay. Wir haben uno Schwein. Diese Anleitung ist bereit zur Herstellung. Was? Ah, Waffengurt, Brieftasche, Spritzentasche. So sieht das dann aus, ja? Brieftasche, einfache Brieftasche. Naja, robuste Brieftasche. Kasuras-Leder. Interessant, eine neue Übergabeaufgabe wurde freigeschaltet. Oh Mann. Ey, ihr könnt es auch mal massivst übertreiben, oder? Sprich mit Dr. Earnhardt. Ja, dann werde ich das wohl demnächst mal machen. Jetzt gucken wir es mal aufs Kärtchen. Aufs Kärtchen. Ja, guck mal hier, Beutekiste. Was haben wir hier noch? Jason. Todaufgabe, gesucht Toten, ja. Und da hinten ist ein Relikt. Na, das sollten wir uns vielleicht mal holen, was auch immer ein Relikt ist. Relikte sind immer gut, oder? Da ist ein rotes Blatt und eine Beutetruhe und ein Relikt und noch eine Beutetruhe und noch ein Relikt und auch was weiß ich. Hui. Das klang aber komisch. Ich sollte mir abgewöhnen, irgendwo die ganze Zeit runter zu klettern. Das ist offensichtlich nicht so gut. So, wo ist die rote Pflanze? Hier, was haben wir denn da für eine Rhododendron-Pflüge? Der Rhododendron, der rote Dendron, hä?
Rhododendron wird auf Rook Island meist dekorative Pflanze benutzt. Das heißt, kurz gesagt, du kannst damit prima Leichen schmücken. Ja, kann ich offensichtlich. Speicherkarte. Der entführte kolumbianische Drogenbaron gibt endlich die Rezepte seines Kartells preis. Dazu gehören eine außerordentlich effiziente Methode vom Anbau von Coca-Pflanzen sowie die Herstellung einer Blätterpaste, aus der man 90% reines Kokainhydrochlorid gewinnen kann. Wir empfehlen für die Märkte in Brasilien, Südafrika, Nordamerika und Australien sofort mit der Produktion zu beginnen. Interessant. Pflanzenleben, Rhododendron, haben wir doch gerade gelesen. Mein Gott, gib mir nämlich die Nerven. Was ist jetzt hier dieses Relikt? Hui, da liegt noch Geld. Da liegen noch die Geld. Was ist denn die Relikte 1 von 120? Wildschwein 3. Das Wildschwein-Symbol ist trotz des Stolzes Wildschwein-Relikte nicht einfach zu finden. Bla 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 bla. Mr. Freeman. Ich weiß übrigens, dass ich noch einen Fähigkeitspunkt vergeben muss, kann, soll, wie auch immer. Bin allerdings noch nicht dazu gekommen. So, was haben wir da für einen Dreck? Bernstein, gelb. Oh, schon wieder eine neue Pflanze. Heilkonie. Die Einheimischen lieben die Heilkonie. Man findet sie als Dekoration auf der Rook Island. Passt nur auf, dass du unter so einer Pflanze niemanden tötest. Die Blumen fangen ihre Seelen und lassen sie nie wieder frei. Oh, ups. Das war aus dem Fantasiebuch, das ich gerade lese. Vergiss es. Fantasy. 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 Ich weiß immer noch nicht, was ich mit weisen Dingern mache, aber ich nehme sie einfach mal mit. Was haben wir denn hier? Wir schießen einfach mal drauf. Ein tollwütiger Hund. Ich brauche doch, glaube ich, eh Hundefleisch, oder? Hundepelze. Fuck. Diese Anleitung ist bereit zur Herstellung. Was denn? Was darf ich herstellen, ha? Huh? Du blöder Neger. Brennstoff für Flammenwerfer. Ach ja, wieso nicht? Ist doch auch Wayne. So, wir müssen jetzt mal wieder da hoch. Sprich mit Dr. Earnhardt. Bla. Wir haben 11 Kugeln für einen tollwütigen Hund verbraucht. Naja. Was soll's, ne? So ist das Leben. Man kann's eben nicht ändern. Haben wir hier nicht noch ein paar verrückte Schweine oder so? Naja, ein bisschen Munition zumindest. Ey, ey, was hält mich hier fest? Mach nicht. Oh, Schwein. Hm, das mach ich aber mit dem Nahkampf. Ja. Ich frag mich, warum der immer sich die Eingeweide rausholt. Ich will doch nur das Leder. Mann, Junge. Du bist widerlich. So, was haben wir hier? 2 Aufträge. Wanted. Gesucht tot. Ein Pirat wildert in der Nähe einer heißen Quelle. Eher in Tradition und tötet ihn. Mit einem Messer. Machen wir. Da war doch gerade noch so ein Ding. Also das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, solange ich gerade den einen Auftrag habe. Hm? Na gut, wir fahren mal nicht durch Querbeet. Wir fahren mal so semi-straßenweise dahin. Die Frage ist nur wie. Da links, da runter und dann hier lang. Und dann vielleicht da lang. Und dann da rein. Erreichen Sie den angegebenen Ort. Okay, das war vielleicht nicht die gerade feine Englische. Das war vielleicht nicht so hundertprozentig schlau, was wir da gerade gemacht haben. Das sollten wir vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen anders machen. Aber ganz ehrlich, das machen wir in der nächsten Folge mit einem Messer oder einem Takedown. Finde und töte den Kommandant mit einem Messer oder einem Takedown. Machen wir kein Problem. Bis dahin wünsche ich euch bis zum nächsten Mal. Wie immer, viel Spaß und ciao!